Wir sind Gerti und Mucki von SteakThat.com. Wir wollen euch heute zeigen, wie man einfach und schnell Nackensteaks auf dem Beefeater Gaskell zubereiten kann. Auf geht's! So, wir haben hier ein schönes Stück Schweinenacken oder Schweinekamm von der Firma Steakkultur. Haben wir uns auch aus dem Großmarkt besorgt. Das ist besonders aromatisch und besonders zart. Ihr seht das schön an der Marmorierung hier. Das ist 2,7 Kilo Stück. Wir werden das jetzt schön, wir haben das so am Stück gelassen, um das zu zeigen. Wir werden das portionieren. Das heißt, jeder kann sich hier ein Stück rausschneiden oder ihr könnt sehen, wie groß ihr das haben wollt. Notfalls, wenn am Ende was überbleibt, wir schweißen das oder ich schweiße das danach immer ein. Dann kann man ja nächsten Tag noch oder man gibt wieder einen Gefrierschrank und nutzt es später. Ich zeige euch das ganz einfach mal jetzt. So, hier sieht man das schon. Wir nehmen jetzt das Ganze einfach mal so Stücken, so ich sag mal knapp 1,5 cm. So, ja, ich schneide einfach ein bisschen mehr von ab. Wir wollen insgesamt, wir zeigen euch ja gleich, wie man das würzen kann, auf welche Art oder wie man das marinieren kann, in welche Art. Ich schneide einfach mal 4, 5 Stücken ab oder 6 und die zeigen wir euch dann gleich, wie man das dann macht. Am besten. So. Also extremst lecker, würde ich sagen. So. Soll ich mal eins machen? Na klar. Na gut, eins machen wir noch. Machen wir mal ein etwas dünneres. So. Okay. Zeigen wir nochmal. Okay. Wir kommen jetzt ans Würzen. Oder ans Marinieren. Zeigen wir euch gleich. So, ihr kennt das. Bis zur Unkenntlichkeit totmarinierte Steaks. Wir zeigen euch heute hier eine Alternative, wie ihr das schnell, einfach und lecker selber hinkriegt. Dazu machen wir verschiedene Einlegearten. Wir nehmen hier einmal ein Virginia Steak Gewürz von Würzkönig mit Walnussöl und zu den anderen komme ich gleich. So, nehmen wir uns einfach einen Teller. Ihr braucht noch eine Gabel, etwas Gewürz rein, so dass ihr so zwei Steaks damit einlegen könnt. So, das Ganze vermischt ihr, bis ihr merkt, dass ihr so eine schöne honigartige Konsistenz habt. Noch ein bisschen dazu. So. Und wenn ihr das dann schön vermischt habt, das reicht völlig aus für zwei von diesen großen leckeren Steaks, die Gerti euch da schon zusammen auseinander, wie auch immer, geschnitten hat. So, das lassen wir kurz ein bisschen ziehen. Und das zweite, hier nehmen wir einfach als Basis Rapsöl und hauen einfach das, was der Gewürzschrank so hergibt. Hier nehmen wir erstmal ein bisschen Pfeffer. Wir haben jetzt hier einfach normalen schwarzen Pfeffer aus der Pfeffermühle. Ein bisschen Salz. So. Dann haben wir hier Senfpulver. Mal gucken, ich habe noch keine Ahnung, wie viel wir davon nehmen. Wir probieren das einfach mal so. Dann haben wir hier Thymian. Kräuter sind immer gut. So. Ein bisschen Oregano. Und Majoran. Na, so. So. Dann kommt das Rapsöl drauf. Oh, jetzt braucht Papa Kraft. So. Das Ganze machen wir wieder mit der Gabel. Ob das schmeckt, das werden wir euch hinterher erzählen. Aber ich gehe mal fast davon aus. So, das lassen wir auch noch mal kurz ein bisschen einwirken. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Deswegen probiert euch einfach aus. Ihr könnt Gewürze nehmen, was auch immer ihr wollt. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Jeder hat einen anderen Geschmack. Wir haben uns jetzt für das entschieden, was unsere Gewürzschrank so hergab.
mit den Sachen, die wir hier gezeigt haben. Wir haben aber natürlich auch, jeder kennt sie, wir haben hier einmal von Ankerkraut das Hamburg Gunpowder und von Klaus Grillt dann Magic Dust. Also mit zweimal Trockenrubs werden wir das jetzt auch nochmal machen, um dann zu gucken, wie das auf den Steaks so ankommt. Die sind nämlich ziemlich geil marmoriert. Das habt ihr ja schon gesehen. Und da sind wir mal sehr gespannt, wie das nachher so wird. So, dann nehmen wir uns mal eins hier. Einfach schön lustig reinlegen. Ja. Also Klaus, Ankerkraut. Merken. So. Ob ihr da jetzt richtig viel Rub drauf macht oder wenig, das ist natürlich auch euch komplett überlassen. Ich hatte jetzt ein bisschen viel, aber das ist nicht schlimm, wenn da ein bisschen was übrig ist. Das kann man ja weiter verwenden. So, dann kommen wir jetzt zu den eben eingezogenen. Hier ist das mit dem Walnussöl und dem Virginia Steak Gewürz. So, da nehmen wir jetzt ruhig, weil wir ein bisschen mehr haben, erstmal zwei gleichzeitig rein, ein bisschen verreiben. Die kann man auch schön aneinander reiben. Ja, dann wird das schön smooth. Gut. So. Das lassen wir jetzt auch ein bisschen ziehen. So. Und da haben wir noch den letzten, die Eigenkreation. So, ein bisschen Gabel hier. So. Die beiden letzten schönen großen Stücken da rein. Wir lassen die jetzt hier noch ein bisschen länger ziehen, also so circa eine Stunde lassen wir die in den Marinaden, die mit dem Öl. Und das Ganze machen wir auf dem Beef Eater und wir machen das in dreierlei Art. Wir nehmen einmal die Griddleplatte, wir nehmen die Gusspfanne und einmal noch direkt auf den Grill. Bis gleich. So. Wir haben jetzt ein bisschen gewartet, die Ölmarinaden einziehen lassen. Wir hatten hier das Virginia Steak Gewürz mit dem Walnussöl. Da fangen wir jetzt mit an. Wie Mocky vorhin sagte, wir haben einmal die Pfanne, einmal gehen wir direkt auf den Grill und einmal auf die Griddleplatte. Wir werden jetzt einmal das Virginia Steak Gewürz einmal in die Grillplatte nehmen. Dann fangen wir mit unserer Eigenkreation an, die er gezeigt hat vorhin. Auch in die Pfanne. So, Klaus Grillgewürz einmal direkt drauf. Und einmal mit dem Kraut auch vorne drauf. Direkt. So. Dann hatten wir gesagt, wir benutzen die Grillplatte auch. Ich packe jetzt mal richtig voll. Auch wir sind ja Grillgewürz auf die Platte drauf. Und die Eigenkreation auch. So. Der Grill liegt jetzt etwa so bei 220, 230 Grad. Wir werden sehen, wie es gleich ist. Es wird ziemlich schnell gehen. Bei den Trockengewürzen aufpassen, dass sich zu viel anbrennt. So, bei den Trockengewürzen muss man natürlich aufpassen, die werden schnell dunkel. Die drehen wir jetzt mal gleich schneller ein bisschen. Ah, also fand ich schon gut. Da liegt uns ganz schön Hitze drauf. Aufpassen. So, das Ganze geht sehr schnell, ihr seht das. Wir haben jetzt gerade beim 2 Minuten drauf. Hier vorne haben wir schon gedreht. Die werden wir noch ein bisschen ziehen lassen dann, damit sie nicht ganz durchgehen. So, okay, wir gehen jetzt mit der Hitze runter. Eigentlich können wir auch schon ausmachen. Der Rest zieht nach. So, nochmal rennen, angucken. Hört ihr schon? Sieht schon sehr gut aus. Jetzt lassen wir noch mal einen Augenblick, ein, zwei Minuten zu. So, damit wir es nachher zum Verkosten nicht mehr leider bringen, ich fange an, die Schnitten erstmal rauszunehmen jetzt. Und ziehen noch mal ein bisschen. Einmal unsere Eigenkreation. Oben das Teil mit dem aus der Grillplatte. Dann von aus der Gusspfanne. Dann fangen wir an mit unserem. Von, jawohl,
Wir sind das Steakgewürz mit dem Walnussöl. Das gleiche von der Platte. Und dann Klaus, Grillgewürz trocken. Und dann nochmal unser Ankerkraut. So. So, lasst gleich weiterlaufen. Wir wollten euch noch was anderes zeigen. Einen kleinen zwischendurch. Eine kleine Beilage. Ich gehe dazu nochmal hoch mit dem drin. Wir nehmen einfach Paprikaringe. Die braten wir jetzt kurz von der, jeweils eine Minute von jeder Seite an. Und dann werden wir gleich, lasst euch kurz überraschen, ich komme da gleich wieder zu. Ich habe die Paprikascheibe inzwischen schon einmal gewendet. Die jetzt von beiden Seiten kurz angegrillt. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir werden da jetzt einfach mal ein Ei reinhauen. Haben wir schon öfter mal gesehen. Wir wollten das selber mal ausprobieren jetzt. Für euch. Augenblick. Hoffe, dass die Platte einigermaßen gerade ist, dass es die Butter durchläuft. Aber das müsste sich jetzt ziemlich schnell festigen. So. Die warten jetzt einfach mal rein. Ja, wir haben ja doch ziemliche fast 0 Grad draußen. Also fast minus gerade schon, deswegen haben wir die Steaks jetzt zwischendurch noch mal ein bisschen abgedeckt. In 2-3 Minuten kommen wir zum Anrichten und dann nehmen wir sie wieder auf. So, also das Ei mit dem Paprika ist jetzt etwa so, wie ich es gerne esse. So ein bisschen weicher. Man kann es auch härter kommen lassen, wenn wir nachher noch mal sehen. Ich lege das schon mal auf, ich serviere das jetzt hier. So, an die Seite. Wir gehen jetzt hier runter, lassen nachziehen. Gucken wir mal zum Nackensteak. Ich würde gerne anfangen. Fangen wir mal aus der Gusspfanne an. Das ist das unsere Eigenkreation. So. So, daneben, ich hole dann doch nochmal das andere raus von dem. Genau. Das ist jetzt unser Virginia Steak-Gewürz. Hatten wir auch in der Pfanne gemacht. Mit dem Walnussöl. Das werden wir jetzt mal probieren. Also zum Anschneiden. Durch ist es. Ich probiere einfach mal so ein Randstück hier. Ja, du kannst ja eh nicht abwarten. Nein, kann ich auch nicht. Schmeckt gut. So, wir hoffen, unser Video hat euch gefallen und regt euch so ein bisschen dazu an, das auch mal selbst zu probieren. Ihr habt gesehen, das ist nicht wirklich viel Aufwand und es ist eine super geile, leckere Alternative zu den fertig marinierten Steaks. Und dann kommen wir auch schon zum Fazit, Gerti. Ja, ich fand die beiden Ölmarinaden, einmal das, was wir gezeigt haben mit dem Virginia Steak Gewürz und mit dem Walnussöl. Das war eine sehr leckere Geschichte. Das Virginia Steak Gewürz bringt ja selber schon sehr viel Wumms mit. Und auch das, was wir dann mit dem Rapsöl gemacht haben, mit dem Senfpulver oder mit dem Senf, ja, das war auch sehr lecker. Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch die Rubs, die bringen auch jede Menge Würze an sich ja schon mit. Das ist auch eine geile Alternative zu Marinaden. Und probiert es einfach selbst aus. Würde uns freuen, wenn ihr das einfach mal ausprobiert. Und in dem Sinne, wir freuen uns natürlich gerne wieder über einen Daumen nach oben und über ein Abo oder den einen oder anderen netten Kommentar von euch. In diesem Sinne, euer Gerti und Mucki. Ciao. Tschüss.